schon mal von diesem Klumpen hier gehört? Am 18. April 1947 zerstörten die Briten mit der bisher größten nicht-nuklearen Sprengung in der Geschichte die Bunkeranlagen der Insel. Man könnte ja meinen, dass mir irgendwann die Ideen ausgehen, was ich da oben projiziere. Tut's scheinbar nicht. Die Nachbarsinsel hat eine 400 Meter lange Schmalspurlandebahn, die selbst bei Piloten von Kleinflugzeugen ziemlich berüchtigt ist. Und trotzdem dachte sich Lufthansa Hans 1974, seine Boeing 737 dort aufsetzen zu müssen. Was halt offensichtlich nicht geklappt hat, weil diese Kiste eine Mindestlanderollstrecke von 1200 Metern braucht. Und Hans halt gelandet ist und sofort wieder durchstarten musste. Verwaltungstechnisch gehört die Insel zu Pinneberg, zolltechnisch gilt sie allerdings als Ausland und unterliegt damit nicht dem Steuerrecht der EU. Kurz gesagt, wenn du dort was kaufen möchtest, fällt die Mehrwertsteuer weg. Und das führt dazu, dass jeder Laden dort eine Menge an Kippen und Alkohol verkauft. Die Rede in diesem TikTok ist natürlich von Helgoland. Und ich hätte mal wieder Bock.